Hallo zusammen, neulich beim Skat ist mir mal wieder eine ganz interessante Partie über den Weg gelaufen. Ich habe sie deswegen hier für ein Video ausgewählt, weil ich darin ziemlich gut, ziemlich prototypisch erklären kann, wie eigentlich ein Gegenspiel funktionieren könnte oder funktionieren sollte. Also, was für Fakten und Informationen müsst ihr mitzählen, müsst ihr sammeln? Was solltet ihr euch dann im entscheidenden Moment für Gedanken machen und zu welchen Schlussfolgerungen und Zügen kann das dann führen? Ja, ich spreche die ganze Zeit ein bisschen im Konjunktiv, was wäre wenn, denn an dem entsprechenden Tag war ich offensichtlich mal wieder nicht so gut drauf. Ich hatte mich schon über den einen Spieler geärgert, ich war mit den Gedanken woanders, habe dann nur so aus der Lameng heraus gespielt und zack, habe ich es im entscheidenden Moment wieder verkackt. Immerhin habe ich das wenigstens selber gemerkt und damit ist es jetzt immer noch als geeignetes Beispiel gut. Was also ist passiert? Ich sitze in Mittelhand, bekam folgende Karte, habe hier 18 geboten auf diesen 5-Trümpfer Karo, wurde allerdings von Vorhand gehalten, dann bin ich ausgestiegen, Hinterhand ist auch ausgestiegen, Alleinspieler guckt in den Skat, drückt und sagte Herz an. Spiel wurde eröffnet mit Kreuz Buben, von mir Trumpf Lusche, von meinem Partner Trumpf König. Und dann kam flugs der Herz Bube hinterher. Und da ist jetzt natürlich schon klar, aufgrund des Trumpf Königs, wenn überhaupt, dann hat mein Partner noch einen anderen Trumpf, das ist die Herz 10. Und deswegen bin ik da natürlich raufmarschiert mit dem Pik Buben. Nun kam aber von meinem Partner das Kreuz Ass geschmiert, womit dann schon klar ist, der Alleinspieler hat 7 Trumpf und unser Trumpf Ass ist im Prinzip im Moment nichts wert, denn der Alleinspieler hat noch Karo Buben, der ist also hier am Hängen, der ist gefährdet. Andererseits, genau diese Erkenntnis gibt jetzt natürlich eine ganz natürliche und geeignete Fortsetzung. Um das Trumpf Ass dann doch irgendwie nach Hause zu bekommen, müssen wir natürlich den Spieler in Mittelhand kriegen und danach überstechen können. Also blank Kreuz König raus, denke ich hier aus dieser Begründung heraus eine ganz gute Wahl. So, nun müssen wir natürlich hoffen, dass mein Partner erstens rüber kann und es auch tut. Das hat schon mal geklappt. Und jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass der Alleinspieler bedienen muss. Und auch das hat hingehauen. Damit standen wir jetzt bei 29 Augen und mein Partner hat nachgespielt die Kreuz Dame. Und jetzt lief es eigentlich ganz traumhaft. Der Alleinspieler musste sogar noch mal bedienen. Und jetzt sind wir in der Situation, wo ich euch mal frage, welche Karte solltet ihr jetzt hier legen und warum? Tja, es gibt ja hier schon eine gewisse Auswahl an Vollen. Alle drei Farben sind sicher möglich. Wir haben reichlich, was wir reintun können. Also für diejenigen von euch, die die beste Karte gefunden haben, zumindest die, die ich behaupte, die beste Karte ist, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt sicher mindestens ein oder sogar zwei Karten vorausgedacht. Und für alle anderen, die hier nur die Show genießen wollen, die richtige Karte ist nicht das Karo Ass, nicht das Trumpf Ass, sondern die Pik 10. So, wie komme ich zu dieser Erkenntnis? Was ist die Begründung? Dafür können wir uns vielleicht erstmal die anderen Varianten angucken. Also sicher ist es auch möglich, jetzt hier mit dem Trumpf Ass zu stechen auf 43 Augen. Aber zunächst sollten wir uns vielleicht überlegen, was hat der Alleinspieler eigentlich noch für Karten? Er hat nur noch eine unbekannte Karte. Das ist an sich die wesentliche Information. Und wenn das jetzt das Pik Ass ist, dann können wir das Spiel sowieso nicht gewinnen. Dann ist es ganz egal, was wir legen. Wenn es der siebte Kreuz ist, dann ist es ganz egal, was wir legen, dann können wir das Spiel sowieso nicht gewinnen. Also es lohnt sich schon einmal zu überlegen, welche, oder zumindest im Hinterkopf kurz abzuleuchten, welche Verteilungen es gibt, die wir aber sowieso nicht schlagen können. Die legen wir dann sofort wieder hinten an, denn damit befassen wir uns nicht. Wir gehen im Siegsinne davon aus, dass wir das Spiel noch irgendwie schlagen können, müssen also dem Alleinspieler noch eine andere Lusche zutrauen, also eine Karo oder eine Pik-Lusche. Ja, und wenn das der Fall ist, dann ist eben Einstechen mit dem Herz Ass eine Möglichkeit auf 43. Dann müssen wir aber natürlich zwangsläufig danach die Pik 10 spielen und hoffen, dass der Alleinspieler noch die Pik-Lusche hat. Unserem Partner haben wir dann sicher insofern geholfen, als der jetzt Bescheid weiß, oh, Trumpf ist raus und der wird dann auch das Pik Ass legen. Und so gesehen ist das schon eine plausible Option, aber wir haben im Prinzip eben noch eine bessere Option. Karo Ass ist die Karte, die vielleicht im ersten Moment am natürlichsten aussieht.
Ich habe sie zumindest gelegt, von daher so dusselig kann die erstmal nicht aussehen. Natürlich auch mit der Idee, naja, und danach kann eben noch Pik Ass kommen, Pik Ass, Lusche 10, können noch 21 fallen. Das Problem bei Karo Ass ist folgendes: Wir sollten jetzt mal einen Stich weiterdenken. Was wird unser Partner gleich machen? Und unser Partner, der ja nur den einen Trumpf hatte und der noch nicht genau weiß, er kann es vielleicht ahnen, aber nicht sicher wissen, dass hier unser Trumpf Ass am Hängen ist, der wird sehr wahrscheinlich nicht jetzt das Pik Ass hinterher spielen, sondern wenn er ihn hat, dann wird der eben den siebten Kreuz spielen. Und dann wird Folgendes passieren: 43, es kommt der letzte Kreuz. Und genau so ist es eben auch passiert. Und der Spieler in Mittelhand, der Alleinspieler, der wird natürlich den Teufel tun und diese Lusche jetzt stechen. Der weiß ja, dass wir dann überstechen können. Sondern der wird natürlich hier seine letzte Fehlkarte abwerfen. Und es war Karo Lusche. Und dann sehen wir in dem Moment schon, das ist hier unser letzter Stich. Wir haben 43, wir kommen hier noch auf 54. Großartig. Auch ein Achtungserfolg, aber eben nicht der ganz große Wurf. Hat eben nicht gereicht. Und weil dieser Stich letztlich logisch vorhersehbar ist, dass das als nächstes passiert, ist eben das Karo Ass hier die schlechteste Karte und deswegen ist eben die Pik 10 die korrekte Karte. Damit kommen wir zwar jetzt erst auf 42 Augen, aber es wird trotz alledem die natürliche Fortsetzung geben. Kreuz Lusche, Abwurf der letzten Lusche und mit der Pik 10 sind wir eben ein bisschen besser, als wenn wir mit Trumpf Ass stechen und Pik 10 selber spielen, weil wir jetzt noch mehr Optionen abdecken, nämlich sowohl eine Karo Lusche als eine Pik Lusche beim Alleinspieler. Denn jetzt können wir eben den Pik König auf 46 Augen legen, sind wieder eine Farbe frei und stehen noch mit dem Trumpf Ass Stich eben hinter dem Alleinspieler. Voraussetzung: Unser Partner muss ein Stück weit mitgedacht haben und muss jetzt mindestens die Pik Dame bringen. Wenn er die Pik Dame nicht hat, und das war hier tatsächlich auch nicht der Fall, die Pik Dame war gedrückt zusammen mit einer Karo Lusche, dann muss unser Partner jetzt tatsächlich auch zwingend das Pik Ass bringen. Allerdings ist das ein Stück weit sicher auch zu erkennen. Ja, und dann gibt es hier noch die kleine interessante Nebengeschichte, dass der Alleinspieler jetzt natürlich stechen muss. Und er kann es sich aber leider nicht erlauben, hier mit einem Buben zu stechen, denn damit gibt er ja ganz sicher das Trumpf Ass auf. Und er kann eben nicht wissen, dass ich alle vier fehlenden Zählkarten noch in der Hand habe. Er kann nicht wissen, dass der Spieler in Vorhand nur noch vier Luschen in der Hand hält. Und deswegen, obwohl jetzt Karo Bube ein Siegzug für ihn wäre, wird er niemals diesen Siegzug finden. Er wird mit einer Lusche stechen und einfach hoffen, dass ich noch einmal Pik mitbedienen muss. Und dann kommt eben die große Zeit des Trumpf Asses und ja, wir gewinnen das Spiel mit Weile. Ja, und das war, denke ich, soweit alles vorhersehbar. Von daher habe ich mich ja sicher zu Recht direkt geärgert, wie ich so dusselig sein kann, da allen Ernstes vorher das Karo Ass fallen zu lassen. Dann möchte ich abschließend die Gelegenheit nutzen, mich noch einmal bei all meinen treuen Patronussen zu bedanken. Hier ein kurzer Ausschnitt: Danke an Jan Petersen, Jens Pagel, Jörg Gampe, Marcel Steiner, Mario Becker und Mario Dupré für eine regelmäßige, also monatliche Unterstützung meines Kanals. Diese Anerkennung ist außergewöhnlich und die weiß ich sehr zu schätzen. Vielleicht seid ihr damit leuchtende Vorbilder auch für diejenigen Zuschauer, denen meine Videos auch sehr gut gefallen und die sich da bisher noch nicht zu durchringen konnten. Das soll es von heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wie immer, gut Blatt!